Gesamt steht irgendwo Gesamtniederlagenkarriere 0. Oh, also Van Gogh nochmal, ihn ganz zufällig. Ja, Spiel starten. Und wir sind wieder rechts. Versuchen wir mal irgendwie besser anzufangen. Schicken wir die da mal hoch. Schmelzofen. Schmelzofen. Urukrube. Der macht ein Auge Saurons. Das heißt, es wird Mordor sein, was wir hier als Gegner haben. Nein, die Schmelzofen sind schneller als die Urukrube. Sägewerk kostet krasse trotzdem 300, 200. Nee, den Gegner dahin, unsere Truppen dahin zu schicken, um den Gegner anzugreifen, ist, glaube ich, keine so gute Idee. Würde zwar ein bisschen Verwirrung stiften und so, aber ist ja eh ein Computer, also von dem her. Der hat ja wahrscheinlich eh schon hier 20.000 Balrogs da rumstehen, also. Ja, ist ja gut jetzt. Ich krieg langsam Hunger. Der würde die Truppen einfach so schnell weghauen. Ach ja. Aber ich weiß nicht genau, was wir falsch gemacht haben. Sie greifen uns an. Was macht Gollum da? Wo kommt der her? Und seit wann kann man sich den kaufen? Seit einem Patch oder was? Ach Mensch, Gollum, du Segel, geh weg. Du machst doch eh keinen Schaden. Junge. Macht eure Waffen bereit. Wir werden angegriffen. Sammeln. Also, nochmal einen Schmelzofen rein. Na, kriegt er hier meinen Kriegsgesang. Und Uruk-hai. Ich will den Gollum auswählen. Naja. So, weg ist er. Zurück zum Lager. Ja, komm hier, ihr dürft euch wieder in Reihen aufstellen. Noch ein Schmelzofen. Lass mal die Waage einfach mal weg. Ich bezweifle zwar, dass es daran liegt, aber naja. Das Auge Saurons. Ihr kommt da runter. Seit wann steht es da ein Höhlendroll? Ich hoffe, der macht den Vorposten dann nicht kaputt. Natürlich macht er das. Weg, 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 weg. Wir gehen ja schon, ist ja gut. Ist ja gut, Troll. Ist ja gut, Troll. Alter. Haut er hier die ganze Horde da weg. Mann, 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 Mann. Rüstkammer. Wagro. Kann man eigentlich. Lagerungswerke. Kann man eigentlich noch einen Schmelzofen hinbauen? Weg, 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 weg. Natürlich. Die Mission wird irgendwie schwierig. Haut da die Orks weg.
Und lass den Höhlentroll erstmal in Ruhe. Lass den in Ruhe. Wir werden angegriffen. Ja, ich weiß. Wir bauen Türme. Noch mehr Uruks kommen aus dem Gruben. Und ich glaube, wir bauen uns erstmal eine Armee und dann die Rüstkammer, um uns abzugraden. Na, Kraton muss machen. Geht nochmal einer hin. So, sehr gut. Hier angreifen. Und die Schätze holen. Schneller! Ich krieg langsam Hunger. Ich krieg langsam Hunger. Sammelt euch alle mal da. Dann hauen wir da nämlich den Höhlentroll weg. Lanzenträger brauchen wir nicht. Berserker. Isengard Elite-Infanterie. Also wird ja schon irgendwas bringen. Ach, die ist erste Stufe 2. 1. Deswegen. Leute. Kommt mir hier runter. Angriff. Der hat so wenig Leben, ist er der Gegner? Wir haben ihn ja nicht angegriffen. Weg, 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 weg. Und hier angreifen. Nee, sparen wir lieber mal. So, Schlachthaus. Schlachthaus. Schätze nehmen und wir greifen mal an. Gehen jetzt sofort in die Offensive. Hier bauen wir eine Wahrgrube hin. Und da runter dann. Da kommt Maratrim, okay. Und hier kommt dann die Rüstkammer hin. Und natürlich Helden nicht vergessen. So. Ihr geht da mal drauf. Lot zwar wie viel? 1200. Brauchen wir erstmal Waage. Und Industriegebiet, das kommt hier hin. So, wollen wir. Nee, das. Der hat. Hier ist nämlich schon das Lager und wir sind schon da und wir haben eigentlich die ganzen Truppen von ihm gerade schon weggehauen, jedenfalls die, die da waren. Das heißt, hier werden nicht mehr so viele sein. Greifen wir einfach gleich mal an. Also lag es quasi daran, dass wir verloren haben, dass wir gegen Isengard gekämpft haben, oder wie? Also ist Isengard einfach die stärkste Nation. Muss ja so sein, irgendwie, weil. Okay, wir haben. Hätten wir eigentlich auch gewinnen können, aber. Ich meine, hier Isengard gegen Rohan gewinnt, Isengard gegen. Und von mir. Isengard gegen Mordor gewinnt, Isengard gegen Isengard. Da verliert eben Isengard. Also müsste Isengard ja eigentlich am stärksten sein. Das mal so rein theoretisch. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber. Kommt ja auch ganz drauf an, wie man kämpft und so. Irgendwas muss da anders sein. Weil arg anders haben wir ja jetzt auch nicht gespielt. Oder Isengard ist generell offensiver. Und dadurch bringt man den Gegner eben in Bedrängnis. In die Bettrouille, um es mal so zu sagen. Und da ist ein Nazgul. Das habe ich schon am Schatten gesehen.
Palantir. Ja, komm, es ist auch nicht so wild. Ja, Wargreiter. Ich will aber Lotzi. Verfluchtes Land machen wir. Haben wir hier nicht noch irgendwo Armbrustschützen? Hier, ihr geht auf den Nazgul. Du gehst auch auf den Nazgul. Machen wir hier mal ein verfluchtes Land hin, einfach weil es Spaß macht und weil wir es können. Ja, der hat aber noch viel Leben. Ist gut jetzt. Saruman? Du kannst noch nicht verkrüppeln. Hat es bei dem Nazgul überhaupt irgendwas gebracht? Nee, aber macht anscheinend Schaden. Nein. Verdammt, unsere Truppen sind auch weg. Angriff. Es war knapp auf jeden Fall. Na, vielleicht sollten wir erst noch ein paar Truppen bauen. Kommt zu mir, meine Diener. Wenn wir da irgendwie die Schlangenzunge auf den Nazgul drauf kriegen würden. Sie greifen an! Das wäre echt toll. Die neuen Wagenreiter sind da. Wir können noch mal forschen. Unsere Zeit ist gekommen. Der Sieg ist nah. Ja, ist gut jetzt. Du bist schwach. Und Schlangenzunge. Nein, doch, das war Schlangenzunge. Ich dachte gerade, es wäre das Falsche gewesen. Jaulen. Na, das war vielleicht taktisch unklug. In den Krieg! Niemand kann uns trotzen. Angriff! Sie greifen an! Der Sieg ist nah. Und noch ein paar Truppen bauen. Armbrüste sind bereit. Riecht ihr was? Niemand widersetzt sich dem Willen Sarumans. Außer Lords oder so. Jetzt gehen wir alle in den Keller und fangen leise an zu weinen. Eieieiei, vielleicht sammeln wir uns erstmal hier und gehen dann gemeinsam hoch. Nee, da will ich jetzt nicht hin angreifen. Ja, wir haben nur einen Trupp Armbrustschützen. Dieser Nazgul geht mir verdammt nochmal auf den Senkel. Wir müssen den irgendwie loswerden. Hier, ihr. Auf den Nazgul. Das heißt, wir brauchen Armbrustschützen. 400, so. Halt. Auf den Nazgul. Lots kostet 800, gell? Ja, 600. 2000. Warum ist das so wenig? Naja. Wegen den Schlachthäusern vielleicht. Nee. Eieieiei.
Arme! Die Wagenreiter sind da! Sammeln! Holt euch den da! Wehre nach vorn! Lasst die Wagen! Die Schildrüstung sind fertig! Lasst es Bolzenhagel! Lasst es Bolzenhagel! Jetzt haut doch mal den Nazgul weg, Jungs! Na also, Angriff, Saruman, ja, und Lots gleich hinterher. Ich will die 600. Ja, schon wieder dieser Gollum, ey. Nee, viel kriegt man in der Festung nicht zusammen. Schade. So, ihr. Noch mehr Uruks kommen aus den Gruben. Aufwachen! Noch mehr Uruks kommen aus den Gruben. Geht jetzt endlich auf diesen Gollum, damit der mal weg ist. Ihr Kriegsgesang. Na. Es lebe die Weiße Hand. Macht eure Waffen bereit. Kommt endlich. Man kann den nicht auswählen. Ei. Aber es ist auf jeden Fall machbarer, doch, ja, einmal eher machbarer als der Versuch von gerade eben. Saruman ist ja schon in der Schleife. Jetzt ist der Nazgul weg, da kann man es nochmal probieren. Obwohl wir jetzt auch viel weniger Truppen haben. Ja, 120. Okay, wir steigen gleich auf. Na. Wird schon irgendwie. Nein. Lasst das Sägewerk mal in Ruhe. Gollum schon wieder. Was, wo ist der jetzt hin? Gollum? Der war doch gerade noch da. Gollum. Auf der Karte sehe ich ihn auch nicht. Noch mal ein paar Truppen in die Schleife hauen. Ach Mensch, Lotzi. Nett drauf gehen. Aber Gollum ist irgendwie verschwunden. Den haben wir noch nicht kaputt gehauen eigentlich, gerade eben. Gott, es kommen so viele raus. Ach, da ist er. Isengard wird siegen. Die neuen Wagenreiter sind da. So. Na, sind sie schon wieder kaputt? Jungs, sammeln. Rückzug. Rückzug. Also irgendwie ist das etwas zäh gerade. Isengard wird siegen. Nichts kann die Weiße Hand aufhalten. Nicht ihr was? Die neuen Wagenreiter sind da. Ruhe jetzt. Noch mehr Ruhe. Alarm meines Willens.